Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuhwidu. Aus gegebenen Anlass, und so ganz neu ist ja die Situation jetzt nicht. Wir haben ja nur das mittlerweile zweite Jahr mit Corona. Aber trotzdem wollen wir ja nicht versäumen, euch auf diverse Änderungen aufmerksam zu machen und wie wir darauf reagieren. Also wir, das heißt das Schuhwidu in Gohlis in der Lindenthaler Straße. Wir, das Schuhwidu in der Stötteritzer Straße 85. Genau. Haben uns demzufolge für euch nochmal kurze Sequenzen überlegt, damit das alles wieder griffig wird. Weil der Winter kommt und wir kennen es ja, es gibt jetzt die Geimpften, die Nicht-Geimpften, die Unentschlossenen, die noch gar nicht wissen, was sie überhaupt brauchen oder die jetzt zudem feststellen, ups, die Winterschuhe vom letzten Jahr passen ja dem Kind nicht. Also deswegen, liebe Eltern, Kommunikation ist wichtig und das funktioniert wie immer auf allen Kanälen. Entweder man kommt rein, wenn man denn darf, man kommuniziert per E-Mail, per Telefon und was wollten wir jetzt noch sagen? Per E-Mail, Telefon oder wie eben gesagt, wenn du über diese Probiertüten gehst, machen wir ja alles hier an der Türe. Speziell, weil Kinder dürfen ja in den Laden für Ungeimpfte. Ja, so viel hat sich ja zum letzten Jahr auch nicht geändert. Das heißt also, die übliche Vorgehensweise ist wie immer die Kontaktaufnahme generell. Reden muss man miteinander und man muss Wünsche darlegen. Und das kann man eben halt zum einen über das Kontaktformular für Gohlis oder Für Stötteritz. So, und da legt man eben halt fest, welchen Wunschtermin man hätte. Zum Beispiel kann man da auch Wünsche äußern. Was brauche ich, was will ich? Oder man macht es dann halt ausführlicher per E-Mail. Es gibt dazu auch natürlich schon ein Video, das haben wir schon letztes Jahr gedreht. Das wird jetzt nur noch mal ein bisschen aktualisiert, weil es dürfen ja diverse Personen gar nicht mehr in den Laden hineinkommen. Das heißt, auch da kommen wir euch entgegen. Eine Probiertüte kann ich genauso gut auch vor der Tür übergeben. Und genauso gut können wir auch bei Kindern mal alleine die Füße messen, sofern es die Altersgruppe erlaubt. Die andere Option wäre immer noch, würde ich immer wieder sagen, der Lieferservice. Mhm. Weil das ist top. Da bekommt ihr die Top-Beratung nach Hause gebracht. Ihr bekommt Schuhe mit präsentiert. Wir bringen alles Notwendige mit. Ihr habt keine Zeitverschwendung. Ihr habt keinen Müll. Was ist noch? Also Zeitersparnis ohne Ende, weil ich sage mal, meistens ist so ein Liefertermin innerhalb von einer Stunde erledigt. Und stellt euch mal vor, da habe ich die Winterschuhe, da habe ich gegebenenfalls die Hausschuhe, die ich brauche. Die nette Kollegin bringt mir auch noch vielleicht ein passendes Mützchen mit. Also ich sage mal, Herz, was willst du mehr? Können wir noch mehr Wünsche erfüllen? Ablesen, von Mund ablesen geht dann nur noch. Ja, genau. So. Aber ansonsten, wie gesagt, wir lassen den Kopf auch nicht hängen. Seid einfach so offen und nehmt die Kommunikation selbst mit in die Hand. Wir sind für euch da, das sagen wir immer wieder. Und demzufolge sind wir jetzt einfach mal gespannt. Und ich hoffe, dass das sozusagen unser Aufruf von vielen jetzt gehört wird. Genau. So, dann gebe ich jetzt noch mal das kurze Stichwort für Homeoffice-geplagte Leute. Wer jetzt sich hinsetzen und eine E-Mail schreiben möchte, der kann natürlich das Ganze kurz und bündig per Telefon. Per Telefon machen, Frau Noack in Gohlis und wir hier in Stötteritz. Einfach aus dem Grund, wenn dann doch die eine oder andere Frage aufgekommen ist, dann kann man die direkt am Telefon, glaube ich, ein bisschen schneller beantworten. Wir haben uns gesund und munter dann auch noch mal wenigstens am Telefon gehört, dass alles okay ist. Und das, was wir dann übers Nötigste noch über die Kinder erfahren wollen oder müssen, das können wir dann auch direkt noch schnell abklären. Immer auf dem direkten Wege. Und dann haben wir jetzt ein Telefongeräusch mit drauf. Ja, genau so ist es. Schön hast du es gemacht, Herr Obst. Wir nehmen auf und schon kommt der erste Anrufer. Ja. Hallo.